Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Heute geht es um den Jetta. Wir versuchen heute, den Motor vom Jetta zu starten. Das wäre der Plan. Der Ronny kommt gleich und hilft mir, weil ich den Motor nicht alleine starten kann, da wir einen ausgebauten Tank haben. Also wir haben keine Spritversorgung. Die Zündspule fehlt auch. Also drückt mal die Daumen, dass das Ding wenigstens mal hier 10 Sekunden oder so läuft. Ich sehe hier abgetrennte Kabel. Ronny ist am Start. Ich würde sagen, wir holen erstmal Strom. Zündspule habe ich gefunden vom NZ. Aber ich denke mal, Hauptsache es kommt Strom an. Sollte funktionieren. So. Der VR. Was sagt die Batterie eigentlich? Die sagt voll. Eigentlich sollte die richtig gut sein. Wir werden es sehen. Eine Batterie? Im Kofferraum oder was? Im Auto. Ja. Der Audi hat Alufelgen. Die zeige ich euch aber nicht. Hier wird nicht, nichts wird hier verraten. Ihr seid übrigens jetzt live dabei, so gesehen. Ich habe nichts an dem Auto vorher gemacht. Also ich habe keine Ahnung, ob das klappt oder nicht. Wir werden es sehen. Hier ist nichts. Ach so. Da ist irgendwas nicht Feuerzeug angeschlossen an der Elektrik. Feuerzeug? Ja. Komm mal eins. Ja, ich hab eins. Ah, der steckt gar nicht drin. Ah. Der geht definitiv nicht weg. Was hat der Typ gesagt? Der Motor läuft. Der läuft. Ja, der läuft. Danke. Von meiner Seite kommt das Abbruchwort nicht. Wo ist jetzt die Kappe hin? Egal. So, ich baue das Schloss jetzt aus und versuche dann den Stecker dran zu bekommen. Hä? Ah, ist verbogen. Ist einfach nur der Pin verbogen. Ja. Mach mal Zündung. Zündspule ist dran. Nur immer ganz kurz, ja. Ich weiß nicht mal, ob der Gang drin ist. Ich glaube zwar nicht, also
Ah, es passiert was. Jetzt klickt es immer. Anlasser hat keinen Bock. Mhm. Ich gehe Hammer holen. He? Ein Hammer! Aber schön. Du holst ihn. Ja. Er summt schon mal. Er macht schon mal was. Was sagt eigentlich das Öl? Es ist auf jeden Fall was drin. Tacho leuchtet. Ja, ist schon mal was. Der hat keinen Bock reinzugehen, oder? Der dreht sich nur. Warte. Warte mal. Dann würde ich sagen, versuche ich den Motor erst von Hand zu drehen, kurz, oder? Mhm. Ob der überhaupt dreht? Wenn er sich dreht. Ja, ja. Jetzt locker. Ja. Also Motor dreht schon mal. Hat schön Druck. Ja, definitiv. Kompression ist dran. Naja, dann soll man den Anlasser in Gang kriegen. Soll ich nochmal probieren mit Zündung? Ja, auf jeden Fall. Kannst. Das macht er gar nicht mehr, oder was? Nein. Hä? Wollt ihr die Batterie tauschen? Mhm. Nicht, dass meine doch tot ist. Dreh, mein Junge, dreh. Oh! Das ist dann gut. Wir brauchen nur noch Bremsenreiniger. Dann machen wir den mal ab. Wir wissen gar nicht, ob wir Zündung haben. Wir probieren es einfach. Entweder er kommt oder nicht kommt, dann gucken wir nach der Zündung. Ja. Der Flansch ist auf jeden Fall auch tot. Na, da muss ich doch hier oben reinsprühen. Wenn nämlich ordentlich liegt, geht es nämlich trotzdem. Na, ich bin gespannt. Mach erstmal. Gib erstmal einen kurzen. Starte mal kurz. Alter. Gut, hör auf. Starte noch mal kurz. Das ist sehr witzig. Die Riemenscheibe ist ein bisschen locker, ich muss das mal festmachen. So, meine lieben Zuschauer. Willkommen in meinem Tutorial-Video, wie man startet Motor. Ja, wir machen jetzt mal hier die Zündkerze rein, also in den Zündkerzenstecker. Und gucken mal, ob wir einen Zündfunken haben. Ich habe jetzt hier den Stecker ausgepinnt und die Zündspule mal komplett angeschlossen. Ich bin gespannt. Ja, ja, mach. Gut. Wir haben keinen Zündfunken. Versuch's nochmal. Nö. Mal den Finger gucken, hä? Oh nee, ich weiß, warum wir keinen Zündfunken haben. Die Wasserband dran? Nö. Ach. Wir haben keinen Strom. Mhm. Naja, das ist ja schnell gelöstes Problem. So, repariert wie die Profis. Dann machen wir mal, Jungen, einen kurzen hier. Ja, verdammt. Wir haben Strom. Warte noch nicht. Ich wollte die Kerze nehmen, um hier die Nebenluft zu verschließen. Vom Bremskraftverstärker. Dann gib ihm mal, Junge. Okay, er läuft. Mach nochmal. Mach nochmal. Mach nochmal. Er läuft und säuft wieder ab. Ja, er ist komplett ab der Flansche oben.
Der müsste eigentlich so viel Nebenluft ziehen, dass der viel höher laufen müsste. So, machen wir nochmal Zündung. Damit sie auch was auf der Kamera haben. Das werden die schon. Mach nochmal. Mach nochmal. Nochmal. Läuft super! Hast du jetzt Gas gegeben? Ja. Warum das denn? Oh, guck, hier Sprit mehr drin. Er läuft. Der klang nicht so scheiße. Also klang eigentlich normal. Kurzes Motorstartvideo. Wir haben unsere Mission erfüllt, verdammt. Motor läuft. Gut. Das war's für heute. Kurzes, schnelles Video. Wir starten einen Motor nach 4 Jahren Standzeit in 84 Minuten. So, Ronny. Peace. Peace, Leute. Bis später.